ihr Lieben, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ihr hier für eure Sachen, wenn ihr selber näht oder euch ganz einfach, ganz schnell so eine Schleifenblume machen könnt. Man kann sich die auch selber so kaufen, okay, kostet 4 bis 5 Euro, oder man kann schauen, ob man zu Hause eine Schleife hat. Es gibt Schleifen, die haben hier drin so einen Draht. Und den zieht man ganz einfach. Nimmt sich so ein Stückchen Schleife, schneidet das ab. Und guckt von der anderen Seite, dass man die gleiche Seite zieht. Braucht man jetzt hier den Draht nur vorziehen und reißt den ganzen Draht. Alles richtig schön in die Mitte zusammen, dass das richtig schön, schön fest ist. Und da jetzt hier ja auch nochmal der Draht ist, kann man das richtig schön, schön biegen. Zieht das einfach hier so rüber. Und so könnt ihr das richtig schön formen. Zieht den Draht von dieser Seite jetzt hier in die Mitte rein. Durch. Den könnt ihr einmal nehmen, um dass ihr das an einem Geschenk oder eine Sache befestigt. In Amerika ist im Moment modern auf dem Blümchen einfach auch einen Knopf anzunähen. Zu Weihnachten wäre es jetzt praktisch, um ein Geschenk zu dekorieren. Das kann man dann hier alles so ein bisschen schön hinzupfen, zu dekorieren. So ein Sternchen, jetzt aus Birke. Oder wer jetzt für seine Jacke für den Winter wer ein kleines bisschen Farbe haben möchte, kann sich jetzt einfach den Knopf, nimmt die Jacke und näht sich den Knopf an und hat das dann jetzt hier so schön darunter und hat einen richtigen Hingucker. Joa. Wer einen ganz kleinen Augenblick Zeit hat, drückt bitte auf Gefällt mir, wer mich unterstützen möchte. Einen schönen Tag noch.